Hey, rotes Licht. Herzlich willkommen zur Vorlesung Programmieren und Modellieren mit Wintersemester 2022, die 14. Vorlesung, wenn ich richtig zähle. Langsam kriege ich das mit dem Zählen hin. Wunderschön. Ah, wir sind praktisch durch. Ja, und wir machen heute noch ein bisschen Chain of Responsibility und dann Wrap-up. Und tatsächlich machen wir was anderes. Wir machen erst ein bisschen Wrap-up und dann Chain of Responsibility, weil wir für das Motivation, warum ist diese Chain of Responsibility wichtig, ein bisschen in die Struktur des Softwaretechnik-Praktikums reingucken und ein Gefühl dafür kriegen wollen, wie das denn alles so funktioniert. Okay, also eigentlich wollten wir heute Chain of Responsibility machen und nochmal, wir haben jetzt in der Vorlesung diese Group-App gebaut, mit der man so Partys organisieren kann und abrechnen kann. Und der wichtige Schritt, der uns jetzt Richtung Softwaretechnik-Praktikum geführt hat, war, dass wir das Ding multi-user-fähig gebaut haben. Ja, also wir haben erst ein bisschen Datenmodellierung gemacht, dann ein bisschen User-Interface, dann so Controller-Schicht dazwischen, Model-View-Controller nennen die, das View-im-Model, alles richtig konstruiert. Wir haben ein bisschen noch nicht optimal erwischt, das Listener-Konzept, das muss man nächstes Jahr noch mal ein bisschen schöner im Objektdiagramm modellieren und gucken. Und mir ist auch jetzt noch mal so aufgefallen, am Ende, wenn ich so durch alles nachdenke, dass ich über die Nebenläufigkeiten noch ein bisschen mehr machen könnte. Letztes Jahr haben wir den Prozessen, den Threads in Java in der virtuellen Maschine einen Namen gegeben, das war cool. Da haben wir diese Plattform RAM Later, also den Prozess, der sich um Graphical User Interface dreht, dem haben wir den Platty zugeordnet, der Plattform RAM Later Platty, der sich darum kümmert, der hat einen eigenen Stack und der hat so einen Event Loop, an dem er horcht. Und diese Type, die den WebSocket bedient, und da auf Nachrichten horcht, das war dann eben der Devi oder wer auch immer. Und wir hatten einen eigenen Event Loop und einen eigenen Procedure Call Stack. Da muss man die Three-Column-Maschine in eine Four-Column-Maschine erweitern. Und dann kann man das sehr schön darstellen, warum das so ist. Und dann muss man aus den Listenern, die da so zwischen und den Controller-Objekten und die dazwischen View und Model hängen, auch nochmal im Prinzip ein eigenes Objekt machen. Und wir haben tatsächlich, werden wir heute in der Chain of Responsibility noch mehr von diesen komischen Lambdas irgendwie kennenlernen und mit denen noch ein bisschen mehr tun. Und mir hat es jetzt im Nachhinein geholfen, wenn ich das glaube, man könnte das besser erklären, wenn man die früher als eigenständige Objekte im Objektdiagramm einführen würde, dann würde man da nicht so viel in die leere Luft hineinreden. Das mache ich nächstes Jahr besser. So, dieses Jahr. Ausblick auf das Softwaretechnik-Praktikum und Motivation, warum Chain of Responsibility so unfassbar wichtig ist. Wir werden euch nächstes Semester für Softwaretechnik-Praktikum auch wieder ein großes Spiel, ein Gesellschaftsbrettspiel programmieren lassen. Und haben schon unfassbar viel vorbereitet für einen Server, der die ganze Spiellogik beinhaltet und alles kann und weiß, welcher Spieler wann was für Züge machen kann und all so ein Kram. Zu diesem Server gibt es eine unfassbare Swagger-API, habe ich jetzt gehört. Das heißt, es gibt eine Webseite, die genau beschreibt, welche Aufrufe man an den Server schicken kann und welche Informationen man vom Server kriegt. Ganz viel Doku dafür online. Großartige Geschichte, die wir benutzen werden. Wir werden euch in Teams A8 Personen einteilen nach einem mehr oder weniger zufälligen Prinzip, was der Sebastian nochmal genau erklären wird im kommenden Semester. Das machen wir immer so, das hat sich bewährt, das ist eine gute Idee. Und die Studenten hassen es jedes Jahr und ist trotzdem eine gute Idee. Und dann werden wir Softwareprojekt im Team lernen. Es geht bei dem ganzen Softwaretechnik-Praktikum darum, Software im Team zu entwickeln. Und das ist nochmal eine ganze Ecke schwerer, als Software alleine zu bauen. Und das Problem ist, dass man sich jetzt mit seinen Teampartnern absprechen muss, was mache ich, was machst du, was macht die dritte, vierte Person in dem Team. Na, und dafür muss man irgendwie einen Plan machen, einen Bauplan, eine Skizze,
Aber auch ein Arbeitsplan, eine To-Do-Liste, muss man irgendwie in den Woche in den Kalender legen und gucken, kriegen wir das alles wann in dieser Zeit auch hin und alle diesen Kram. Das heißt, das hat relativ viel auch mit Projektmanagement, aber insbesondere mit Absprachen unterhalb der Teammitglieder zu tun, wer macht wann was. Na, und das muss gut funktionieren. Prinzipiell werden die Beiträge der verschiedenen Leute, ihr arbeitet alle mit Git, ihr werdet wieder so ein Git Classroom-Ding kriegen, und zwar diesmal nicht jeder persönlich ein, sondern ihr werdet ein gemeinsames GitHub-Projekt als Team bekommen. Also jedes von diesen Teams, von diesen Achterteams, kriegt einen einzelnen eine eigenen GitHub-Page und dann werdet ihr dieses GitHub gemeinsam benutzen. Das ist eine neue Herausforderung, kann ich sagen. Also, ne, GitHub ist schon scheiße, wenn man es alleine benutzt. Ne? Dann muss man irgendwelche Commits machen, vergisst irgendwelche Dateien. Das ist alles ein riesengroßer Ärger. Das wird, wenn man das mit mehreren Leuten am gleichen Projekt arbeitet, nochmal um eine Größenordnung schlimmer. Weil, wenn ich jetzt was committe und ich habe was vergessen, naja, dann kriege ich im Augenblick ein paar Punkte abgezogen bei der Hausaufgabe oder alles. Das wäre blöd, wenn irgendwelche Tests nicht laufen. Aber naja, es ist erstmal nicht so schlimm. Wenn ich irgendwelche Bugs habe und in die Software eingebaut habe und committe das in das Gruppenrepository, in das Teamrepository, die anderen holen sich das, dann habe ich jetzt unter Umständen die Arbeit von allen meinen Gruppenmitgliedern zerschossen oder erstmal lahmgelegt. Da müssen die jetzt alle erst wieder hingehen und sich überlegen, Scheiße, wie rollen wir das jetzt zurück? Wie kriegen wir jetzt wieder eine konsistente Fassung hin, auf der wir dann weiterarbeiten können. Da muss man prinzipiell Merge-Konflikte beheben, da muss man böse Dinge tun. Und das ist tatsächlich etwas, was für die Gruppendynamik im Softwareentwicklungsteam sehr belastend sein kann, formuliere ich jetzt mal so. Also wir haben Leute gehabt, die haben sich gegenseitig angeschrien, die waren kurz davor, sich zu prügeln. Die haben sich gegenseitig gehasst und dann kamen Leute zu uns und haben gesagt, können wir den bitte aus dem Projekt reinschmeißen, der oder die machen immer so einen riesen Ärger. Ja, oder die hat uns jetzt das dritte Mal alles zerschossen oder sowas. Da kann man wirklich sich den Hass des Teams auf sich ziehen und das möchte man nicht. Ne? Ihr wollt zusammen Spaß haben, ihr wollt, dass euer Beitrag zum Gruppenprojekt wertgeschätzt ist. Und solche Dinge mehr. Im Chat steht gerade, lernt man denn sowas wie Gitflow? Ja, sowas ähnliches. Ne? Aber wir benutzen tatsächlich nicht Gitflow. Aber wir haben eigene Mechanismen, mit denen wir das steuern. Da gibt es ganz, ganz viele Verfahren und Dinge, wie sowas konstruiert werden kann. Am Schluss eines langen Tages sind Werkzeuge hier nicht wirklich die Lösung des Problems. Sondern es geht tatsächlich darum, dass sich das Team auf eine gemeinsame Arbeitsweise, ich nenne es jetzt mal Arbeitsweise, einigt, wie das Ganze so, wie das ablaufen soll, wie die Leute Aufgaben zugeteilt bekommen, wie die Leute die Aufgaben bearbeitet, aber insbesondere, wie sie dann ihre Teilergebnisse dem Gesamtergebnis zufügen, was da so die einzelnen Schritte sind und wie man das macht. Und es reicht nicht, irgendeinen toolbasierten Prozess zu haben, der mehr oder weniger genau die einzelnen Schritte da vorschreibt, wenn sich die Leute anschließend nicht richtig daran halten oder nicht richtig verstanden haben, welcher Schritt was leisten soll und warum der wichtig ist. Und das Letztere ist eigentlich das Wichtige, dass ihr alle wisst, wie funktioniert denn unser Zusammenspiel, wie gehen wir vor, was machen wir wann und wer darf was machen und wann muss ich was fragen. Solche Dinge passieren. Prinzipiell werden wir als Software, anstatt, ich glaube, wir setzen nicht Gitflow, wir setzen Jira ein, was im Großen und Ganzen die Arbeit konstruieren oder koordinieren soll zwischen euch Teilnehmern. Jira ist ein bisschen zu komplex eigentlich für das, was wir hier machen, wird professionell, aber relativ viel eingesetzt. Wir haben ein paar Mal diskutiert, ob nicht GitHub-Issues eigentlich auch reichen. Das ist so ein bisschen so ein Trade-off. Also prinzipiell tun die sich alle nicht viel, diese Werkzeuge, und sie unterscheiden sich ein bisschen da drin, wie viel muss ich als Benutzer selber wissen, wie ich das benutzen kann. Ne? Also wenn ich richtig weiß, was ich tue und wie ich das alles machen möchte,
Dann kann ich das mit Excel organisieren. Ist überhaupt kein Problem. Da müssen sich nur halt alle relativ diszipliniert benehmen. Na, und dann kriege ich das auch hin. Und ja, ich kann versuchen, Benutzerdisziplin durch bessere Software, die einen da so ein bisschen einschränkt, zu ersetzen. Aber ich sag mal, am Schluss eines langen Tages kann man Disziplin nur durch noch mehr Disziplin ersetzen. Also es funktioniert nicht wirklich gut zu sagen, ja, jetzt habe ich das Tool, jetzt sind alle Disziplinprobleme gelöst. Das ist nicht der Punkt. Und das ist genau das, worum es in diesem Software-Technik-Praktikum geht. Na, also die, ich sage jetzt mal fast Disziplin lernen. Und da müssen wir drauf zu. Das Ganze wird im Wesentlichen so ablaufen, dass wir euch nach Scrum arbeiten lassen. So ein agiles Vorgehensmodell, das relativ populär ist und das tatsächlich auch in der Praxis relativ viel angewendet wird. Da gibt es auch andere Alternativen. Das tut sich alles nicht so wahnsinnig viel. Was wir wollen, ist eine agile, iterative Softwareentwicklung, was im Wesentlichen bedeutet, dass man die Software in einzelne Releases zerhackt und sagt, ich habe ein Release, ist dann immer eine bestimmte Teilfunktionalität, die ich freigebe, die dann der Kunde schon benutzen kann. Und dann im nächsten Release füge ich neue Funktionalität hinzu. Vielleicht mache ich noch ein paar Bugfixes für alte Funktionalität und so weiter und so weiter. Na, und das sind so im Wesentlichen die Dinge, die man da so tut. Wir werden in dem kommenden Semester 4 Releases machen. Ein Release wird 2 Sprints haben. So ein Sprint ist so eine Zwischending für einen Release. So ist so intern so ein Meilenstein, wo man mal so guckt, wie liegen wir denn so im Rennen. Na, und wo man so ein internes Zwischenergebnis mal so ein Fazit zieht und dann guckt, was man so machen muss. Ein Sprint hat normalerweise 2 Wochen, sind dann insgesamt 16 Wochen. Das heißt, es ist etwas länger als die Vorlesungszeit, die normalerweise nur 15 Wochen sind. Das geht so ein bisschen in die Klausurenzeit rein. Das muss man ein bisschen planen, damit das vernünftig hinhaut. Und wir müssen am Anfang relativ zügig beginnen, damit diese ganzen Konstruktionen sich nicht zu sehr in die Klausurenzeit reinziehen. Eventuell können wir versuchen, ob wir für 1 oder 2 Wochen Klausurenzeit eine Pause einordnen, aber nee, haben wir nie gemacht. Ne, geht, muss irgendwie so gehen. Okay. Für ein Release, so ein 4-Wochen-Ding, werden immer 2 Leute aus dem Team ausgewählt, die in dem Release das Projektmanagement machen. Die haben einen Namen, das ist normalerweise der Product Owner und der Scrum Master. In der ersten Release wird das aber nur First Developer oder die First Developer sein, das muss man so ein bisschen gucken. Was dann im Wesentlichen passiert ist, dass so ungefähr eine Woche bevor das Release starten soll, es ein Requirements-Dokument gibt, wo drin steht, was soll eigentlich diese Woche gemacht, in diesem Release als Ergebnis dann am Schluss oder entwickelt werden. Das ist nur 1 oder 2 DIN A4 Seiten, die sind bei uns relativ knapp. Solche Requirements-Dokumente sind in der Praxis auch gerne mal ein paar hundert Seiten lang und unfassbar unvollständig und verständig. Wenn man iterative Softwareentwicklung macht, dann macht man relativ kleine Anforderungsdokumente, die eben immer nur bis zum nächsten Release reichen. Und dann guckt man iterativ immer so ein bisschen weiter. Die sind in so agilen Softwareprojekten, wie wir sie hier vorschlagen, werden die ein bisschen kleiner gehandhabt. Deswegen steht da gar nicht so wahnsinnig viel drin. Und auf so einem Requirements-Ding folgt normalerweise dann von dem Software-Team irgendeine Art von Requirements-Analysis, nennt sich das. Requirement heißt Anforderung. Ja, also das ist ein Anforderungskatalog oder so ein Pflichtenkatalog. Was möchte ich gerne, dass die Software am Ende dieses Releases leistet. Dann macht man typischerweise eine Analyse, wo man sich genauer überlegt, wie soll das denn funktionieren, was diese Software da leistet. Das machen wir viel, indem wir sagen, naja, ihr müsst ja eh nur so einen kleinen für so ein Spiel machen, bitte zeigt uns ein paar Mockups. Ne? Und dann gibt es ein Mockup für, ja, so sieht die Lobby aus, wo sich die Spieler treffen. Hier gibt es noch eine Checkleiste, hier gibt es eine Liste aller Spiele, die schon gerade stattfinden und irgendwie so ein Kram. Dann gibt es typischerweise so dann, jetzt bin ich in dem Spiel drin, jetzt ist hier irgendwie gerade Startphase, da wird irgendwie alles aufgebaut, irgendwelche Leute stellen ihre Figuren auf und solche Geschichten. Und jetzt wird hier irgendwie ein erster Spielzug gemacht und der funktioniert so und so und so und so.
Das wird mit Mockups prinzipiell erläutert, so wie wir das im Prinzip hatten. Und das heißt, wenn das Requirements Engineering raus ist, dann treffen sich der Scrum Master und der Product Owner, setzen sich hin und malen Mockups und überlegen sich, hey, wie könnte das denn ungefähr tatsächlich hinterher aussehen? Wie wollen wir das denn machen? Und papa, mit diesen Mockups latscht man dann zu einem Kundentreffen. Dieses Kundentreffen simulieren wir, indem zwei unserer Mitarbeiter sich als Kunden verkleiden, in so Business Suites werfen wahrscheinlich wieder tatsächlich. Und so tun, als ob sie BWLer wären und sich dann irgendwie zu voller Menschengröße aufplanen und sagen, hier mein Haus, mein Auto, mein Schiff, ne? Und Wicht und überhaupt, du bist mein Auftrag, ich bin der Kunde, ich bin hier König, behandle mich bitte schön und gut. Ne? Und dem erklärt ihr dann euer Mockup und sagt, hey Kunde, das ist genau das, was du wolltest. Ne? Und das macht dich unfassbar glücklich und damit wirst du unfassbar reich und du kriegst das von uns für ganz, ganz wenig Geld. Ne? Das ist im Großen und Ganzen das, was bei solchen Kundentreffen passiert. Ne? Also, aber das heißt, im Wesentlichen werdet ihr dann vorstellen und dann werden euch im Wesentlichen die Kunden sagen, ah, hier fehlt noch was oder ah, das ist ein bisschen sehr engagiert, was ihr da vorhabt, das werdet ihr in den 4 Wochen nicht schaffen. Ne? Lass uns doch mal mehr auf so ein bisschen weniger hier auf. Oder lass das doch vielleicht mal weg, damit wir. Oder mach das nicht mit so hoher Priorität. Ne? Oder solchen Dingen mehr. Nach diesem Kundentreffen, ne, das macht jedes Team einzeln und das schickt jedes Team genau seine zwei Projektmanagement-Leute hin zu diesem Kundentreffen mit zwei Leuten von meinem Fachgebiet, die so tun, als ob sie Kunden wären. Was hatten wir letztes Mal? Die Dead Bird Enterprises oder wie war das? Bird Society. Die Dead Bird Society wird das wahrscheinlich sein. Und ihr müsst rauskriegen, warum die so heißen. So, nach diesem Kundentreffen übersetzt sich das Management-Team wieder hin, diese zwei Leute, und sagt, okay, jetzt müssen wir Arbeitspakete für die Teammitglieder schnüren. Ja, und uns überlegen, wie das funktionieren soll. Das ist typischerweise das, was man als Designphase in dem Projekt definiert, das ist ein bisschen auch Architektur. Tatsächlich bedeutet das bei uns, naja, ihr macht Stories. Ne? Also das, was wir mit User Stories oder wie wir das gemacht hatten, so Startsituationen, die Schritte, Endsituationen, Mockups dazu, ein bisschen Datenmodell eventuell dazu. So wie wir das jetzt in PM versucht haben, schon noch ein paar Mal vorzumachen, ganz am Anfang, als es um die Modellierung geht. Das muss jetzt im Prinzip das Management-Team, müssen diese beiden ManagerInnen unseres 8-Personen-Teams irgendwie dann irgendwie gestalten. Ne? Die müssen sich überlegen, hier, ne, das sind so Szenarien, die wollen wir gerne implementiert bekommen haben. Davon macht man viele, 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 damit das Ganze so passt. Ne, und zwar mindestens 6 Stück, damit man anschließend die Arbeit aufteilen kann auf die Teammitglieder. Und die Arbeit auf Teammitglieder teilen ist typischerweise eben so, jedes Teammitglied nimmt eine Story. Ne, das ist so Pi mal Daumen und implementiert die aus. Ne, das ist so Rule of Thumb. Ne, und zwar pro Sprint typischerweise. Ne, und diese Stories werden in dem Jira-System verwaltet, weil das letztendlich sind dann mit diese Stories unsere To-Do-Listen. Na, und dann wird eben auch im Jira protokolliert, welche Stories haben wir schon abgearbeitet, welche müssen wir noch machen und was kommt noch auf uns zu. Im Wesentlichen. Viele, viele Stories bilden den sogenannten Backlog für Task Backlog. Das ist im Prinzip die große Liste von To-Do-Items, die wir noch nicht erledigt haben. Was man dann macht, ist, man macht das Sprint Planning. Also für jeden Sprint macht man am Anfang ein Sprint Planning, was im Wesentlichen bedeutet, man muss überlegen, wie viele von diesen verschiedenen Stories, die wir da haben, schaffen wir in diesem Sprint in den nächsten 2 Wochen zu implementieren. Dafür muss man so Aufwandschätzungen betreiben, um einen realistischen Zeitplan hinzukriegen. Das macht man typischerweise im ganzen Team. Da gibt es ganz, ganz viele Techniken und Dinge zu berechnen. Dann macht man so Delphi-Methoden und all so ein Kram. Also die Softwaretechnik hat da ganz viele Methoden für entwickelt, was im Wesentlichen bedeutet, es gibt PowerPoint-Folien, auf denen beschrieben wird, was man da so beachten sollte. Was wir machen werden, ist Planning-Poker oder Scrum-Poker.
So richtig mit Karten, das ist ziemlich cool. Und funktioniert erstaunlich gut. Dann wählt man, sagt man im Wesentlichen, naja, die und die User-Story, Jira-Story, die kostet so und so viel Scrum-Punkte, Tage, Entwicklerinnen-Tage oder irgendwelche Dinge mehr. Und dementsprechend sagt man, okay, wir haben so viele Tage im Team hier zur Verfügung, wie viele können wir nachher schaffen? Und dann priorisiert man noch so ein bisschen, sagt, das ist eine ganz wichtige Funktionalität, das sollten wir als erstes machen, das baut auf das andere auf, das machen wir dann als zweites und so weiter und so weiter. Und dann hat man im Prinzip einen Plan für die nächsten 2 Wochen gemacht, einen Arbeitsplan. Na? Und das ist der sogenannte Sprint-Backlog, das ist die To-Do-Liste für die aktuellen 2 Wochen. Dann macht man typischerweise Daily Scrum Meeting. Das macht man, wenn man 4 Tage oder 5 Tage die Woche an dem Projekt arbeitet. Ihr arbeitet aber nur 2 Tage die Woche an dem Projekt. Dementsprechend ist es mehr hier so ein Weekly, wo man sich im Prinzip im Team ein- oder zweimal pro Woche, je nachdem, wie man so drauf ist, trifft. Das werden wir wahrscheinlich online per Discord machen. Das hat sich ziemlich gut bewährt. Oder per Zoom oder irgendwie solchen Sachen und bespricht, wie läuft es im Wesentlichen. Ne? Also im Wesentlichen, ganz am Anfang, als wir diesen Sprint Planning Poker gemacht haben, haben wir geschätzt, dann haben wir im Prinzip auspriorisiert, haben wir gesagt, okay, das sind jetzt die Sachen, die wollen wir im kommenden Sprint machen. Dann musste jeder freiwillig, dann wurden die Aufgaben verteilt. Dann hat jeder gesagt, hier, das würde ich gerne machen, da kenne ich mich aus, da kenne ich mich aus. Ruckzuck sind die Aufgaben verteilt und alles ist, um alle Dinge wird sich gekümmert. Und dann trifft man sich so ein paar Tage, alle paar Tage und sagt, ja, ich komme, liege gut im Zeitplan, es funktioniert alles genau wie geplant. Oder, oha, das hat sich herausgestellt, das ist viel schwieriger, als ich gedacht habe, ich brauche Hilfe. Oder habe schon fertig, ne, bin schneller als der Zeitplan. Das sind so die 3 Dinge, die man da so gelegentlich sagt. Und dann kann das Projektmanagement sagen, ah ja, super. Wenn du schon fertig bist hier, das ist die nächste Aufgabe, dann machst du das jetzt. Ne? Und wichtig ist, was doof ist, ist, jeder sitzt so für sich alleine und sagt, ach, ich bin schon fertig, ja super, ja, dann mache ich hier mal die nächste Aufgabe. Nee, das ist eine Sache, das muss man besprechen, damit nicht 2 Leute sich an die gleiche Aufgabe setzen und dann nachher irgendwie sauer aufeinander sind, dass ihre Arbeit irgendwie weggeschmissen wird, weil die von dem Kollegen, der Kollegin besser ist. Ne? Das will man nicht. Ne? Also keine Arbeit doppelt machen. Und keine Arbeit liegen lassen. Ne? Also beides Dinge, die böse sind. Ne? Und wichtig ist eben auch, rechtzeitig zu kommunizieren, ich schaffe das nicht rechtzeitig, ich brauche Hilfe. Ne? Da muss man halt sagen, ah, hier, du bist doch da fertig, hilf dir eben doch bitte oder der, ne? Damit man da weiterkommt. Ne? Weil am Ende der Deadline des Sprints sollen die Dinge halt möglichst alle fertig sein, damit der Kunde sonst zufrieden ist. Ne? Und solche Dinge mehr. Also, dafür wird es ein- oder zweimal die Woche ein Scrum-Treffen geben. Und was sich wirklich bewährt hat und was unfassbar wichtig ist, man muss so Hackathons einrichten. Das funktioniert sonst ums Verrecken nicht. Das, was typischerweise eines der größten Probleme bei diesen Gruppensoftwareprojekten ist, ist, man trifft sich montags, macht eine fröhliche Besprechung für, ach komm, hier sind 10 Aufgaben, wer macht das? Und dann, ja. Und dann sagt man sich, alles klar. Okay, wir treffen uns Donnerstag wieder oder wir treffen uns nächste Woche Montag wieder mit den Sachen. Na, also okay, man hat jetzt irgendwie 3, 4, 5 eine Woche Zeit, Tage das zu tun. Sagen wir mal, man trifft sich die Woche drauf montags wieder. Dann setzt man sich natürlich Sonntagabend irgendwie hin und sagt, oh, jetzt mache ich das nochmal schnell, morgen habe ich ja Treffen. Ne? Deadline kommt. Kein Problem, ich habe ja noch ganz viel Zeit bis morgen früh. Dann sitzt man da so und guckt sich diese Aufgabe an und sagt, hä, das verstehe ich aber nicht. Was sollte ich denn da machen? Ah nee, das ist ja unklar. Nee, das ist ja blöd. Nee, das verstehe ich überhaupt nicht. Na ja, scheiße, da kann ich jetzt nichts machen. Trifft man sich einfach, dann sagt man, ja, muss ich morgen nochmal fragen. Geht man also die 2. Woche montags hin und sagt, ja, sorry, tut mir leid, ich habe da noch was nicht verstanden, könnt ihr mir das nochmal erklären? Dann wird das nochmal erklärt. Na, und sag mal so, 7 von 8 Leuten haben nichts gemacht, weil sie noch irgendwie Klärungsbedarf hatten. Einer hat ein ganz bisschen was gemacht, aber es war irgendwie alles ganz falsch. Ne? Oder einige. Und ja, ne, dann sagt man sich, ja, ey, Leute, nee, so geht das aber nicht. Ne? Dann sagt man, okay, aber jetzt, diese Woche, jetzt hauen wir mal so richtig rein. Ne? Und ja, auf jeden Fall.
Dann sagt man, okay, dann treffen wir uns Donnerstag wieder. Dann setzt sich also jeder Mittwochabends hin, überlegt sich das und stellt fest, Scheiße, habe ich immer noch nicht verstanden, oder macht ein ganz bisschen was und bleibt also relativ schnell hängen, wie das so ist. Ne? Und das funktioniert nicht. Wir haben Teams gesehen, die haben dann tatsächlich irgendwie 6 Treffen gehabt innerhalb von 2 Wochen. Und nach den 2 Wochen war null fertig. Gar nichts. Überhaupt nichts. Weil alle nicht verstanden hatten, was sie tun sollten. Na, das darf nicht passieren. Und die Idee ist, das liegt im größten Teil in der Verantwortung vom Product Owner und Scrum Master, vom Management-Team. Die müssen sich darum kümmern, dass alle Leute wissen, was sie zu tun haben und alle mit ihrer Aufgabe klarkommen. Und dafür suchen diese Leitungsleute regelmäßig stündlich das Gespräch mit allen Teammitgliedern oder täglich oder sowas und fragen, ist alles klar, kann ich irgendwie helfen, kommst du voran, hast du irgendeine Frage, die geklärt werden muss. Na, und umgekehrt, jedes Mal, wenn einer sich hinsetzt und will was tun, kann er, und da ist noch irgendwas unklar, kann sie immer das Projektmanagement-Team zu jeder Tages- und Nachtzeit ansprechen und sagen, hey, wie soll ich die und die Sache hier machen? Na, und die Frage ist immer dann, wenn ich eine Designentscheidung treffen muss oder eine Implementierungsentscheidung treffen muss, muss ich immer einen Ansprechpartner haben, der kompetent entscheiden kann, macht das so oder macht das so. Na, soll ich die Bibliothek benutzen oder die? Soll ich das machen mit dem und dem? Welche Farbe soll dieser Knopf haben? Muss ich immer sofort jemanden fragen können, der Bescheid weiß. Je nachdem, wie das gestaltet wird, ist deswegen eigentlich das Projektmanagement, Product Owner und Scrum Master sind die beiden stressigsten Jobs überhaupt. Haben wir auch schon manchmal anders gehabt. Eigentlich sind das die stressigen Jobs. Deswegen Product Owner und Scrum Master von allen Implementierungen in dem Release befreit sind. Das heißt, die programmieren nicht mit, die machen nur Management. Ne? Ganz, ganz wichtige Geschichte. ja, sorry, Lukas, ist halt so. Da ist ja nur ein Release lang. Ne? Danach kommen die nächsten 2 dran. Das geht einmal rundherum. Jeder hat mal einmal 1, 4 Wochen lang das Vergnügen, Projektmanagement zu machen. Ne? Ist dann aber mehr oder weniger dafür verantwortlich, dass am Ende von dem Release irgendwas fertig ist. Na, und ja, wenn dann irgendwelche Teammitglieder keine Zeit haben, dann muss man das eskalieren und irgendwie Bescheid sagen. Ah, das geht so nicht. Aber wichtig ist irgendwie, wir wollen nachher keine Klagen hören, dass irgendeiner von den Mitarbeitern sagt, ja, ich wusste nicht, was ich machen sollte und ich konnte meinen Manager nicht erreichen. Na, oder mir hat keiner was gesagt. Na? Das sind immer so die Dinge, für die wir nachher das Management-Team zur Verantwortung ziehen wollen würden. Okay. Also im besten aller, was man eigentlich dann macht, um das Ganze zu vermeiden, ist, man macht so Online-Hacker-Treffen. Man sagt, komm, den Nachmittag treffen wir uns oder den Abend treffen wir uns um 4 Uhr im Discord in dem Raum so und so und dann hacken wir mal eine Runde zusammen. Man kann sich auch tatsächlich, wenn Corona vorbei ist, dann im Sommer physikalisch im Biergarten treffen. Ja, alle bringen einen Laptop mit und dann macht man das dann da. Ne, und das sind alles so Dinge, die man machen könnte. Die Idee ist, dass man in einem na mindestens mal virtuellen Raum alle Leute zu einem Zeitpunkt beisammen hat, sodass, wenn einer oder einer eine Frage aufkommt, sofort eben diese Frage beantwortet werden kann. Ja, dass dann eben die Leute, die diese Fragen beantworten können, auch online sind und man sofort darauf reagieren kann und dahin gehen kann und sehen kann. Und, ne, und da kann man eben. Und das kann wirklich sein, okay, Leute, jetzt geht's los. Ne, hi, wie war es? Machen wir vor, das ist mal wieder scheiße. Papa. Und dann sitzt man sich, jo, okay, ich mache jetzt das. Ne, zack, zack, zack. Und dann so, dann kann es mal sein, dass es so 10 Minuten lang irgendwie Funkstille ist, weil alle fröhlich was vor sich hinhacken. Und irgendwann kommt so eine Diskussion auf. So, boah, scheiße, das funktioniert überhaupt nicht. Was tut sich tun? Dann sagt einer, ja, hatte ich auch, geht ganz leicht zu. Ne? Oder eine. Ne, oder sagt einer, oh, Kacke, das ist jetzt wirklich, da muss ich nochmal die Kunden fragen. Ne, was ist noch ein offener Punkt? Mach es jetzt erstmal so und bereite dich mental darauf vor, dass du es nochmal ändern musst. Oder solche Dinge mehr. Und das sind die entscheidenden Punkte und das funktioniert am allerbesten, wenn man sich explizit Gruppen, Teamarbeitszeit einplant, wo man sagt, da steht es jetzt im Kalender, da machen wir das zusammen. Ne? Und das ist ein bisschen wie eine Lerngruppe, wo man auch sagt, ne, wir machen Hausaufgaben für theoretische Informatik, Freitagnachmittag, von dann bis dann als Gruppe. Einfach damit man sagt, ich verstehe diese Aufgabenstellung schon nicht, dass dann einer da ist, der einem das erklären kann. Ne?
Wir machen Java, ja, ganz genau. Es lohnt sich immer, über die Semesterferien was Neues zu lernen. Ganz, ganz falsche Frage. Und ja, bei den Terminen und der Gruppen spielt man russisches Roulette. Ja. Okay. So, ne, also im Wesentlichen wird dann tatsächlich 4 Wochen was implementiert, mit regelmäßigen Treffen, so 2, 3 Treffen die Woche, die dann aber ruhig auch mal 4 Stunden dauern können, aus meiner Sicht, oder länger. Aber wo man dann wirklich zusammen was schafft. Und es ist unfassbar, wie produktiv man ist, wenn man mit mehreren Leuten gleichzeitig was macht. Ja, und auch wenn jeder an seiner eigenen Teilaufgabe arbeitet oder jede, das ist unfassbar, wie viel. Das motiviert einen selber. Man weiß, ich bin nicht der Einzige, der sich jetzt hier irgendwie die Zeit um die Ohren schlägt. Und man kann gegenseitig ablästern über die blöden Leute an der Uni. Das ist unfassbar verbindend. Gruppen sind stiftend, macht Spaß ohne Ende. Und da kommt wirklich Freude auf. Macht das echt, ist ganz, ganz wichtig. Am Ende von den 4 Wochen gibt es eine Release-Präsentation. Na, und das überlappt sich so ein bisschen. Da gibt es dann irgendwann so Stichtag, so jetzt ist Release fertig. Alles man geht einchecken und dann, hey, Party machen ist auch immer eine gute Idee, wenn das Release rum ist. Eine Woche bevor das passiert ist, ist das fürs nächste Release schon das Requirement-Dokument raus und da fangen auch schon das nächste Management-Team, Zweier-Team an, die Mockups für die zweite Release, für das nächste Release vorzubereiten. Ja, und dann wird eine Staffelübergabe gemacht und dann heißt es so, Leute, super, wir machen genauso weiter wie die letzten 4 Wochen, weil hat ja super geklappt und jetzt sind aber die und die Leute, die wir fragen müssen, oder die den Kontakt zum Kunden halten und dann eure Fragen beantworten können. Wie soll das eigentlich funktionieren? Okay, das alte Management-Team muss dann anschließend aber noch eine Abschlusspräsentation machen. Das heißt, es fährt dann zum Kunden und erklärt dem Kunden, das haben wir in den letzten 4 Wochen geschafft. Guck mal, wie toll das geworden ist. Ja. Diese Abschlusspräsentationen haben in der tatsächlichen Praxis, naja, eine mittelgroße wirtschaftliche Bedeutung. Du musst bei dieser Abschlusspräsentation dem Kunden erklären, das ist jetzt hier die Funktionalität, die du bekommst. Ja, und das kostet dich so viel. Das heißt, du musst prinzipiell sagen, oh Kunde, ich habe hier eine Rechnung für dich über, ne, normalerweise ist so ein Release einmal im Quartal mal 8 Leute. Das sind 2 Personenjahre. Das heißt, ihr habt hier eine Rechnung mit 200.000 Euro in der Tasche. Na? Und sagst du, hier Kunde, du brauchst jetzt, musst du 200.000 Euro bezahlen. Und dann sagt der Kunde, ja, was kriege ich denn dafür? Und dann sagst du, ja, wir haben nicht viel geschafft, wir mussten ein paar Redesign-Geschichten machen und der eine war Corona-krank und ja, nix. Dann sagt der Kunde, oh nee, dann bezahle ich auch nichts. Dann sagst du, oh, wir haben noch einen Vertrag. Und dann sagt er, ja, okay, dann kündige ich den jetzt. Ne? Und dann kann man sagen, oder wir treffen uns vor Gericht, wollt ihr alles nicht machen. Das heißt, ihr müsst bei so einem Kunden treffen, dem Kunden erklären, dass er für sein Geld unfassbar viel Leistung bekommt. Das heißt, es führt dem vor, guck mal, das ist jetzt die neue Funktionalität. Guck mal, das ist genau das, was du haben wolltest. Guck mal, und dann sagt ihr immer dazu, oh, das war unfassbar schwer, das zu implementieren. Das war wahnsinniger Aufwand. Wir haben Überstunden ohne Ende geschoben, um den Termin halten zu können. Wir haben extra noch Experten aus anderen Teams hinzugezogen. Und also kein anderer hätte das geschafft. Ne? Und ihr seid echt. Also, ne, 200.000 Euro ist ein Schnappo für so viel Funktionalität. Ne? Das ist immer das, was man in diesen Sachen erzählt. Das heißt, so eine Abschlusspräsentation, eine Release-Präsentation ist eigentlich so ein kaufmännisches Gespräch. Ja? Also, es ist nicht so sehr ein technisches Gespräch, sondern da wird glaubhaft gemacht, dass das Geld, das ihr da einkassieren wollt, dass das gerechtfertigt ist. Dass ihr dann dafür auch tatsächlich eine Leistung erbracht habt. Und was man aber am Schluss eigentlich hier macht, ist, ihr macht eine Kundenpräsentation von dieser neuen Funktionalität, die ihr gemacht habt. Hier, guck mal, funktioniert alles ganz toll. Ne, diese Demo sollte man ruhig ein paar Mal üben, damit es nicht irgendwie da direkt beim Demo-Termin abschmiert, dass das auch wirklich gut funktioniert und damit man weiß, welche Knöpfe man zu welchem Zeitpunkt nach tunlichst nicht drücken sollte. Das muss der Kunde ja nicht unbedingt mitbekommen. Ne? Und was man eben auch macht, ist, man muss ein Stück weit Projektdokumentationen
hinterlegen und zu sagen, hier, das sind die Stundenzettel im Großen und Ganzen. Man muss im Prinzip sagen, wir haben mit so vielen Leuten da so und so lange an folgenden Features gearbeitet, ne, und diese Features, die waren so und so kompliziert, weil, und deswegen ist dieser Aufwand gerechtfertigt. Na, und dann erklärt das so auch, warum die Rechnung so hoch ist. Das heißt, man muss nicht nur das fertige Produkt vorführen, sondern eben auch eure, ja, eure prinzipiell Jira-Dokumentation, die da sagt, wir hatten die und die Design-Stories, an denen haben wir so und so viel, da haben wir das hier als Aufwand geschätzt, das ist der tatsächliche Aufwand, den wir gemessen haben, und das sind die Arbeitsstunden, die wir jetzt bezahlt bekommen möchten. Na, und dann wird der Kunde sagen, ja, alles klar, sehe ich ein, ja, das waren so viele Stunden, natürlich kriegt ihr das bezahlt. Ne? Oder der wird sagen, was habt ihr gemacht? 42 Stunden oder 40 Stunden am Login-Dialog gearbeitet, seid ihr irre, den kann ich mir im Internet für 5 Minuten runterladen. Was habt ihr denn für Luschen? Ne? Und dann braucht man kreative Argumente. Ne? Oder also diese Scrum-Dinger sind so konstruiert, dass man sagt, naja, immer am Ende eines Releases ist das Projekt kündbar. Also immer dann, wenn so ein Release fertig ist, geht man zum Kunden, zeigt ihm, was man gemacht hat und holt sich den Auftrag fürs nächste Release. Und immer am Ende eines Releases kann der Kunde sagen, okay, macht jetzt bitte folgende Dinge in den nächsten 4 Monaten und dafür bezahle ich im Prinzip so und so viele Personenmonate, oder so und so viel Geld. Oder der Kunde sagt, ich glaube, ihr kriegt das nicht hin. Ich bin sehr unzufrieden. Ich suche mir wen anders. Ne? Ich bitte, entwickelt in den nächsten 4 Monaten bitte nichts Neues, weil ihr kriegt das nicht auf die Kette. Ne? Hat es alles schon gegeben, kommt auch vor, ist halt dann unschön. Ne? Und die Idee ist, dass wenn man das alle paar Monate macht und dann setzt man als Kundensicht ein so ein Release komplett in den Sand, dann sagt man halt, okay, ne, 200.000 Euro, ne, wir haben schon größere Projekte versandet, was soll's, ne, und jetzt suchen wir uns jemand anderen. Und schwamm drüber, ne, und dann von mir aus sollen sich die Rechtsanwälte noch über die 200.000 Euro streiten, weil die Jungs haben einfach gar nichts gemacht oder die Mädels, kann man ja dann, aber meistens lohnt sich der Ärger nicht, ne, weil die Beträge nicht so groß sind. Und ja, das setzt das Entwicklungsteam unter großen Druck. Ihr müsst halt jedes Release irgendwas liefern. Ne? Irgendwie so viel liefern, dass der Kunde euch nochmal für das nächste Quartal wieder Geld gibt. Mal mindestens. Ne? Umgekehrt ist es so, also richtig leicht ist es als Kunde nicht, sich ein neues Softwareentwicklungsteam zu suchen. Also den Anbieter zu wechseln. Ne? Erstens, diese Software-Leute findet man nicht irgendwie, wachsen nicht auf Bäumen. Na, also es ist echt schwer, jemanden zu finden, der das sagt. Und meistens muss ich dann eben mehr Geld in die Hand nehmen, wenn ich das Team wechseln möchte. Das ist der eine Punkt, wenn man das nicht macht. Und zweitens, na, ich mache jetzt mit diesem Software-Team schon 2 Jahre lang in diesem Projekt rum. Jetzt sage ich, ich bin doch nicht, ich würde gerne wechseln. Das neue Software-Team, Software-Leute sind wie Zahnärzte und Ärztinnen, die können nie auf was Vorhandenem aufbauen. Das Erste, was sie immer machen, ist, wenn du neu zu so einem Projekt hinkommst, ist, dass ja alles, was die Vorgänger gemacht haben, ist ja scheiße. Ne? Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, das durchzulesen. Das müssen wir leider komplett wegreißen und neu machen. Ne? Und dann sagst du, das ist immer das Erste, was die neuen Leute sagen. Ne? Und das heißt, wenn ich irgendwie eine längere Zeit mit irgendeinem Team was gemacht habe, komme ich, man nennt das Vendor-Login, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Ja, als Kunde binde ich mich dann langfristig an dieses Team. Ja, und ich kann ganz, ganz schlecht sagen, nee, komm, hat überhaupt keinen Sinn. Da muss ich letztendlich sagen, okay, setze ein neues Projekt an mit einem neuen, anderen Entwicklungsteam und dann mache ich mit denen dann irgendwann weiter. Langfristig entsteht eigentlich dadurch, dass es zwischen Kunden und Auftragnehmer und Software-Team einen relativ engen Kontakt gibt, entsteht ein langjähriges Vertrauensverhältnis. Du arbeitest immer so weiter. Ja, und was irgendwann mal kommt, ist, unsere Projekte sind definitionsgemäß nach 4 Releases fertig. Mein Computer ist langweilig geworden oder hat keinen Sprit mehr. Das kann auch sein. Der hat keinen Sprit mehr. Das ist ja mal doof. Ich habe gar kein Kabel hier. Bringst du mir mal meinen Rucksack? Ja.
Okay, wir gehen so lange auf Chem ein. Sehr wunderschön. War eh nur diese eine Folie, hat sich euch ja allerlängst ins Gedächtnis gebrannt. Na, also ja, das ist ein riesengroßes Problem. Ja, es gibt diese. Wir sind nach vier Releases fertig. Normale Softwareprojekte, ich habe gerade eine Folie gemacht, da steht drin While True. Na, mach einen Release nach dem anderen. Die werden nie fertig. Ne, Software und fertig geht nicht in einem Satz. Software wird nicht fertig, das kann gar nicht sein. Es gibt immer am Ende eines Releases noch mehr offene Wünsche für die nächste Sache, die bitteschön noch getan werden soll und muss. Und man wird nicht fertig. Ne, fertig werden ist vollkommen illusorisch. Das kommt nicht vor, das macht man nicht und ist auch technisch an und für sich vollkommen unmöglich. Was passiert ist, dass man irgendwann sagt, mit dem Stand, den wir jetzt haben, sind wir eigentlich schon zufrieden. Wir können noch ein paar Sachen machen, aber wir können da jetzt schon relativ viel in der Praxis mitmachen. So viel dringende neue Funktionalität für nächste Woche haben wir nicht. Machen wir ein bisschen langsamer. Ne? Komm, ihr braucht nicht mehr mit 8 Leuten an dem Projekt arbeiten. Macht doch mal nur 4 oder nur 2. Oder es reicht, wenn wir einen Ansprechpartner haben, die mal so fragen können, wenn mal so Kleinigkeiten sind oder der so ein bisschen Online-Support macht, wenn einer sich was zerschossen hat, damit der da wieder rauskommt. Mehr brauchen wir nicht. Das reicht völlig aus. Ne? Und dann können wir das im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut schon stemmen. Also was man macht, ist man nennt das Burndown-Rate. Woher dieser Begriff kommt, werden wir nochmal klären. Aber im Großen und Ganzen ist das Verfahren, wo man dann so hingeht. Also so sind die meisten Projekte konstruiert, die wir hier im Fachgebiet machen und auch viele, die ich kenne von Jatta oder Micromata oder solche Dinge mehr. Ne? Also Micromata nehmen wir das jetzt als Beispiel, die machen für DHL diese Webseite wo man sich selber Briefmarken drucken kann. Ne? Und die entwickeln da fröhlich jedes Jahr irgendwie so ein bisschen zusätzliche neue Funktionalität. Und die haben da ein Team von 10, 20 Leuten, die da fröhlich dran arbeiten. Ne? Und die machen das im Wesentlichen so. Ne? Die treffen sich regelmäßig mit den DHL-Leuten und sagen, was wollt ihr denn heute haben? Ne? Und, oder was ist denn zu tun und solche Dinge mehr. Die machen tatsächlich dann auch manchmal so ein bisschen Operationen am offenen Herzen. Dann kam irgend so eine Anfrage, wir brauchen jetzt mal schnell irgendwie 5.000 Briefmarken für so einen Großkunden. Könnt ihr die mal irgendwie konstruieren und dem dann irgendwie schicken oder sowas? Und da gab es noch keine Funktionalität dafür. Dann haben die das irgendwie auf der Datenbank so live gehackt. Ne? Also solche Dinge macht man halt auch. Man nennt das dann DevOps. Man hat es developed und Op ist Operating. Man betreibt die Software auch. Man betreut sie, während sie weiterläuft. Und das kann man auch in so einem Scrum-Projekt tun. Das werden wir leider nicht innerhalb des Softwaretechnik-Praktikums üben können, weil wir euch nicht schlecht irgendwie über 10 Jahre an dem Projekt beschäftigen können, leider. Ja, Studenten werden fertig, das sollte verboten werden. Ganz schlimm. Okay. Und das hat das jetzt mit der Chain of Responsibility zu tun, wo wir eigentlich wollten. Habe ich hier noch was? Ah, da komme ich später zu. Chain of Responsibility ist deswegen wichtig, weil wir haben diese viele, viele Funktionalitäten. Ne, das müsste funktionieren, hier dieses Screen müsste implementiert werden, diese Story, diese Story, diese Story haben wir in unserem Backlog fürs Gesamtprojekt. Dann haben wir da also unseren Sprint-Backlog, unseren Release-Backlog. Das sind die To-Do-Items. So, dann werden diese To-Do-Items auf Leute aufgeteilt und jeder macht irgendwie so ein bisschen was. Ne? Und dann werden diese ganzen Dinge zusammengefügt. Und eine Sache, die wir dann eben auch brauchen möchten werden, ist, dass man sagt, okay, der Server, der Spiele-Server vom Fachgebiet, der sagt jetzt dem Client, eurem Client, hey, Spieler 1 hat gerade folgenden Move gemacht. Ne? Oder Spieler 2 ist jetzt gerade dran. Oder Spieler 2 könnte jetzt folgende Moves machen. Ne? Bietet ihm die doch mal bitte an der Benutzeroberfläche an. Oder Spieler Nummer 3 kriegt jetzt gerade so und so viele Punkte. Irgend so ein Scheiß. Ne? Das heißt, wenn ihr euch das erste Mal da mit diesem Spieleserver verbindet und ihr habt bis jetzt ja nicht viel mehr gemacht als, ich habe hier so ein Fenster und ja, jetzt bin ich hier in dem Spiel und da ist die Liste der Spieler, die mitspielen. Jetzt soll ich irgendwie Spielstand anzeigen. Ne, da muss ich jetzt GUI bauen, Grafik bauen. Ich habe noch gar nichts. Ihr seid ja noch ganz am Anfang. Habt so ein bisschen diesen Rahmen und dann sage ich, okay. Du machst Anzeige von Spielmöglichkeiten, du machst
Hier Anzahl der Punkte, du machst papapap. Na, und jeder braucht irgendwie so einen kleinen Bauteil. Also, was immer bedeutet, naja, jeder setzt sich jetzt hin und sagt, okay, wenn ich vom Server folgende Nachricht komme, dann zeige ich am Benutzerbildschirm folgende Dinge an. Na, das ist so ganz klassisch, was man so tut. Das heißt, man baut ein bisschen Datenmodell, ein bisschen GUI, View, ein bisschen Controller, ihr kennt das, ne? So Listener, all diesen Kram, was wir im PM gut schon kennengelernt haben. Und kritisch an dieser Stelle ist der, jetzt müssen wir mal gucken. Nein, Min Morris ist cool, oder? Nee, doch, ja, weiß nicht. Nein, das war genau der falsche. Super File. Open Recent. Wir brauchen dieses Nein, Min Morris. Ja, wunderhübsch. Und wir brauchen das ein bisschen. So kann man es, glaube ich, gerade noch lesen. Und wir brauchen den REST-Client. Da ist nämlich genau das Ding, wo ich das verfickt noch. Entschuldigung, wo ich das hervorragend vorbereitet habe. Aha. So. Ihr erinnert euch an diese Handle-Command-Kommode in unserer Methode im REST-Client. Das ist die, wo die Nachrichten aufschlagen. Der REST-Client ist das, der fragt den Server, hey, was sind wir? Und dann schickt der Server ihm hier, das ist eine Party, das ist was, was wir eingekauft haben. Das war für die Group-App diese beiden Dinge. Hey, hier ist eine neue Party, Getter Create Party und Getter Create Item. Das waren die zwei verschiedenen Nachrichten oder Informationen oder JSON-Objekte, die ich vom Server gekriegt habe. In eurem Spiel wird es gefühlt 50 verschiedene Nachrichten geben oder 100, irgendwas in der Größenordnung. Ah, oh, zähl mal einer, ihr habt doch die API. Na, je nachdem, wie viel ihr schafft. So, ne, und das heißt, ihr verbindet euch das erste Mal zu dem Server, da kommen 50 verschiedene JSON-Objekte. Ne, mit verschiedener Struktur. Was ihr jetzt machen müsst, ist, naja, irgendwie Fallunterscheidung. Wenn es ist folgende Nachricht, dann tue dies. Ne, wenn es diese Nachricht ist, dann tue das. Wenn es ist das und das, dann tue jenes. Das haben wir jetzt mit so einer If-Then-Else-Kette gelöst. Ne, if, then else, if, ne, if Command equals get or create, if Command equals get or create. Und Command hatten wir irgendwie auf dem JSON-Objekt, war das ein so ein String, wo drin stand, das ist der Typ Nachricht, den wir jetzt hier haben. So ähnlich wird das bei euch auch laufen, ziemlich sicher. Ne? Nur, dass ihr von den Dingern, jetzt sagen wir mal, 100 verschiedene habt. 100 verschiedene, ne? Jeder ist irgendwie 8 Zeilen lang, dann haben wir 800 Zeilen Code in einer Methode. Nicht gut. Ne? Also es ist einfach zu lang. Ihr könnt nicht so viele Fälle hier in einer If-Then-Else-Kette handhaben. Das ist einfach keine gute Idee. Ne? Insbesondere ist es auch in einem Teamprojekt keine gute Idee, weil, naja, einer arbeitet an dem If, der andere arbeitet an dem If und der dritte arbeitet an dem nächsten If und so weiter und da die dritte eben und so weiter. Das heißt, ihr arbeitet alle in der gleichen Datei, alle in der gleichen Methode. Das ist keine gute Idee. Was man da sich einfängt, sind unfassbar komplizierte Merge-Konflikte, weil irgendwelche Leute Sachen von oben nach unten geschrieben haben oder sich hier oben neue Variablen hin überlegt haben. Dann sieht ein anderer die oh, sagt, oh, das ist ja praktisch, die benutze ich auch. Da passieren böse, böse, böse Dinge. Tut das ums Gottes Willen nicht. Na? Das ist ganz, ganz schlecht. Also das Erste, was man mal mindestens machen muss, man lagert den Kram hier aus. Und sagt, oh, mach daraus bitte mal eine eigene Methode. Control Punkt, so mit Extract to Method. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ah, ich könnte das nochmal machen. Ne? Das ist jetzt der hier. Ne? Stage Manager, drei JSON-Objekte, das ist hier unten diese. Das heißt, die würde ich jetzt gerne stattdessen rufen. Das heißt, ich ändere das Ganze da oben hier. Chaka. Lösche das und schreibe hier hin, Handle, get or create, Party. Ja, und dann habe ich das erstmal schon mal in eine andere Methode ausgelagert. Und meistens ist es dann auch noch eine gute Idee, das in eine andere Klasse auszulagern. Ne? Da muss man nur so ein bisschen mehr tun. Da musst du hier eben ein anderes Handle-Objekt sagen. Das sind hier die Operationen, die Albert implementiert hat. Die sind alle in der Klasse. Und die muss dann das Objekt, wo die dann drin sind, muss hier hinterlegt werden. Oder das sind statische Methoden, das kann ich überhaupt nicht empfehlen. Das sind so die Möglichkeiten, die man da so macht.
Warum eigentlich keine statischen Methoden? Na, wir wissen es nicht. Ne? So, das Gleiche mache ich natürlich dann hier unten auch. Das heißt, hier den Kram lagere ich aus in ein Handle Get or Create Item von JSON Objekt. Ne, dann habe ich nur noch eine Zeile pro if dann else, dann ist diese Methode nur noch 200 Zeilen lang. Das ist schon mal viel besser. Ne, das kann man schon mal machen. Dann haben wir was. Und ich habe ein bisschen Freiheit darüber, wo ich diese Methoden hintue. Hier in diese Klasse oder in eine andere Klasse kann ich im Prinzip machen, wie ich mag. Da muss ich so ein bisschen hantieren, damit ich darauf zugreifen kann. Aber das kriegt man ganz gut hin. Also das ist schon ein riesengroßer Schritt nach vorne, wenn man erstmal nur sagt, hey, für jeden if and else case, für jede Nachricht, die kommt, erstmal ist eine eigene Methode zuständig, besser noch eine eigene Klasse. Kann man beides machen. Das sind so die Dinge, die man da so tut. Die nächste Nummer, die man dann macht, ist, hey, dieses if and else hier, das ist aber auch irgendwie langweilig. Und tatsächlich ist es bekannt, dass das ein riesengroßes Wartungsproblem ist und auch beim Mergen immer wieder Probleme macht, so eine lange if and else Kette, wenn man die Gruppenbeiträge von verschiedenen Leuten zusammenfasst. Ja, und was man dann macht, ist man, das wird ja auch unfassbar lang, diese If-Then-Else-Kette, und dann weiß man, habe ich jetzt alle Fälle, habe ich nicht, und so, super blöd. Was man dann macht, ist, man lagert das in eine Tabelle aus. Ja, und das habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Das heißt, ich mache hier dieses If-Then-Else mal weg, halt, Ctrl-K, Ctrl-C, und hole mir stattdessen hier den Kram, Ctrl-K, Ctrl-U. Dann sagt ihr, wow, ich habe gar keine Händler-Map. Ich habe das mal hier oben vorbereitet. Ctrl-K, Ctrl-U. Und hier den Teil brauche ich auch noch. Ctrl-K, Ctrl-U. Was ich im Wesentlichen gemacht habe, ich habe hier so eine Händler-Map als Attribut in meinem REST-Client, wo ich, das wird man irgendwo haben, also so eine Tabelle. Das ist eine Hash-Map, wo ich über einen String auf ein Consumer-Objekt zugreifen kann. Consumer ist eine Klasse, kommt aus Java, Util Function Consumer. Das sind Dinger, die haben eine Accept-Methode, diese Objekte. Und diese Accept-Methode kriegt einen Parameter, nämlich vom Typ JSON-Objekt übergeben. Das heißt, hinter diesen Strings hinterlege ich Methodenobjekte von Methoden, die genau einen Parameter brauchen, der vom Typ JSON-Objekt. Ne? Und was ich dann tatsächlich mache, ist, wenn ich so ein JSON-Objekt behandeln soll, so eine Nachricht bekomme, dann hole ich mir den Nachrichtentyp, also hier ist bei uns zwar das immer Command, dann frage ich die Händler-Map mit dem String, den ich da gekriegt habe, bei uns ist das GetOrCreateParty bzw. GetOrCreateItem. Hey, was ist der richtige Händler? Ja, das ist dann so ein Consumer-Objekt. Und dann sage ich, hey, wenn ich so einen Händler habe für dieses Command, dann sage ich dem Händler, lass doch mal deine Accept-Methode laufen und übergib dieser Accept-Methode dieses JSON-Objekt. Ja, und jetzt muss ich nur noch diese Accept-Methode hinterlegen. Und das funktioniert, indem ich in diese Händler-Map Eintragungen mache. Dafür brauche ich an irgendeiner Stelle, das ist leider der Punkt, wo es immer noch zentral ist, wo ich diese Eintragung machen muss. Man kann das tatsächlich verteilen auf die Init-Methoden von verschiedenen Modulen oder Klassen. Ja, wenn ich sage, hier in dieser Klasse sind vier Händler für zusammenhängende ähnliche Cases. Und das sind halt diese Alberts-Händler-Klasse hat eine Init-Methode. Dann kann in der Init-Methode man sich die Händler-Map vom REST-Client holen und dann da Eintragung machen. Dann hat man das ein bisschen aufgeteilt. Gute Idee, sollte man tun, habe ich hier in dem kleinen Beispiel nicht vorbereitet. Was man letztendlich macht, man trägt unter irgendeinem String, das war diese Konstante, die wir letztens hatten, GetOrCreateParty, die wir die ganze Zeit benutzen, trägt man eine Methode ein, die genau einen Parameter hat. Und das kann man machen mit dieser Notation sys://handle-get-or-create-party und handle-get-or-create-party ist die Methode, die wir da gerade ausgelagert haben aus diesem if-then-else. Na, und die hat auch genau so einen Typ und das funktioniert wie Sau. Und tatsächlich merkt sich der, dieses Lambda, diese Methode, die ich da als Parameter übergeben habe, legt er sich intern in einem Attribut ab und das Accept ruft, dieses Accept ruft dann die Methode auf, die ich hier oben hinterlegt habe. Also am Schluss diese Methode und dann geht das Ganze seinen Gang. Ja, und das ist ziemlich viel Voodoo. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, muss man sich auch mal ein bisschen, vielleicht ein paar Mal durchgedebuggt sein.
Funktioniert aber wie Sau. Funktioniert super schön. Und dadurch ist jetzt unsere Handle-Command-Methode, naja, hat jetzt irgendwie so 10 Zeilen. Und das Schöne ist, wenn ich noch mehr Commands hinzufüge, dann bleibt die genau gleich groß. Na, die ändert sich nicht mehr. Na, ich habe jetzt hier im Wesentlichen nur besorgt, frag die Map nach dem richtigen Händler, ruft das Accept auf und fertig. Na, und wenn du keinen Händler hast, das passiert am Anfang relativ häufig, ne, weil wir haben ja noch nicht viel Funktionalität. Also ganz am Anfang ist die Liste der Händler erstmal leer. Ne? Dann habe ich so Rahmenarchitektur erstmal gebaut und da sage ich, oh, guck mal, ich habe so eine Nachricht gekriegt. Ne? Und ich habe so eine Nachricht geguckt, aber oh, ich habe gar keinen Händler dafür. Ne? Und dann gibt man das irgendwo auf der Konsole aus und dann kann man nachher sagen, ah, guck mal, Sprint-Meeting, wir kriegen ganz viele von diesen Nachrichten oder das ist hier immer die erste Nachricht, die kommt. Wäre es nicht schön, wenn wir auf die reagieren können? Ja, okay, ich mache das. Ne? Und okay, dann machst du die zweite Nachricht und dann hat jeder was zu tun. So ist im Großen und Ganzen der Trick, wie man das Ganze macht. Und wenn man dann ein paar Nachrichten fertig hat, dann schickt man, arbeitet man drauf, schickt selber Nachrichten an den Server, daraufhin reagiert er mit ganz neuen Nachrichten, die man vorher noch nicht hatte. Und dann kann man irgendwann das ganze Spiel spielen. Ne? So ist im Großen und Ganzen das Vorgehensmodell, was man da tun könnte oder sollte. Wunderschön. Also, die Methoden in so einer Map hinterlegen und dann über einen Key sagen, ich hätte jetzt gerne diese Methode aufgerufen. Das ist im Wesentlichen der Trick, wie man das macht. Und das ist eine Chain of Responsibility. Dieses Vorgehen ist, ich habe keinen Ton mehr. Out of batteries. Ich habe nichts. Out of battery. Ich meine, die sagen eh nichts, aber wenn ihr dann was sagt. Genau, und ja, Zahnärzte nie wechseln. Das ist ein sehr guter Punkt. Ah, jetzt habe ich wieder. Ich kann nicht ohne dieses Rauschen auf dem Ohr. So, haben wir das. Haben wir das, haben wir das. Ah, Chain of Responsibility. Das ist ein sogenanntes Design Pattern. Ne? Und da bin ich jetzt wieder zurück bei der Vorlesung. Chaka, und den weiteren Ausblick. Design Pattern, Design Pattern, Design Pattern. Kommt das hier irgendwo? Oder ist es erst hier? Oder ist es erst hier? Weitere Vorlesungen, die man hören sollte. Design Pattern ist eine eigene Vorlesung. Es gibt 23 Design Pattern, genau 23. Das ist eine Naturkonstante. Und die sind von Gamma-Helm, Johnson und Flacidus definiert, den Gott-Pattern der Gang of Four. Eine UML, wer das schon sagt, das sind diese Klassendiagramme, die haben wir schon so ein bisschen kennengelernt. Das kommt von den Three Amigos, Butch, Rambo, Jacobsen. Und Gamma-Helm, Johnson, Flacidus ist die Gang of Four. Das sind lauter so, ja, Götter der Informatik, der Softwaretechnik, die man vielleicht kennen sollte oder könnte. Und Gamma-Helm, Johnson, Flacidus haben 63 Design-Pattern beschrieben und Chain of Responsibility ist eine davon. Das ist eine etablierte, bekannte, sehr gut verstandene Mini-Architektur-Design-Trick-Mechanismus, den man braucht, um Softwareentwicklung im Team zu vereinfachen. Das ist jetzt an dieser Stelle der entscheidende Unterschied zwischen Design-Pattern und Programmieren, Modellieren oder Softwaretechnik-Praktikum. Wir haben bis jetzt Modellierung gemacht, Klassendiagramme entworfen, Datenmodelle entworfen, die im Wesentlichen unseren Algorithmus gedient haben. Also die Frage immer, wenn ich irgendwie eine Datenstruktur entwerfe oder Objektstrukturen entwerfe, festlege, was ist das Attribut für einen Typ, ist eigentlich immer, was ist praktisch für mein Problem? Wie muss ich meine Daten organisieren, damit das Programmieren der Funktionalität möglichst einfach ist? Damit ich möglichst leicht dem Nutzer das anzeigen kann, was er gerne sehen möchte, damit ich möglichst leicht feststellen kann, ist hier gerade so eine Mühle geschlossen, darf der jemanden einen Stein wegnehmen, damit ich möglichst leicht feststellen kann oder überhaupt feststellen kann, wer hat das Spiel gewonnen oder wie ist der Spielstand oder solche Dinge mehr. Das waren im Wesentlichen die Punkte, wie wir im Augenblick Design gemacht haben. Darüber hinaus gibt es aber beim Design auch diesen Team-Software-Aspekt, wo man sagt, naja, ich kann das so konstruieren, so oder so, macht für den Algorithmus nicht so wahnsinnig viel Unterschied, ob ich eine lange If-Then-Else-Kette nehme oder so eine Handler-Map.
nehme, aber für die Zusammenarbeit im Team macht das einen Riesenunterschied. Und Design-Pattern sind im Wesentlichen dazu da, Wartungsprobleme und Softwareentwicklung im Team zu vereinfachen. Das heißt, da geht es eigentlich nicht wirklich darum, irgendwie algorithmisch irgendwas besser zu machen, sondern es geht eigentlich nur darum, das so zu organisieren, dass die Teamarbeit leichter wird. Na, und davon gibt es 23 verschiedene Mechanismen, die man kennen muss. Und diese Design-Pattern haben dieses unfassbare Problem, dass es wahnsinnig schwer ist, die zu unterrichten, wenn die Leute nicht schon mal in einem Teamprojekt mitgearbeitet haben, weil sie dann das Problem nicht verstehen. Na, du musst einmal in dieser Situation gewesen sein, dass du was gemacht hast, das hat einen Merkkonflikt mit einem Kollegen oder einer Kollegin hervorgerufen. Na, damit man versteht, oh Scheiße, wenn man das so und so seinen Code zuschneidet, organisiert, die Struktur wählt von seinem Programm, dass man an den und den Stellen ständig irgendwie Ärger mit den Kollegen und tritt sich gegenseitig auf den Füßen rum. Und wenn man das so auseinandersortiert, dann ist plötzlich alles ganz einfach. Ja, und das muss man mal erlebt haben, damit man das versteht. Das heißt, eigentlich kann man Design-Pattern erst vernünftig verstehen, wenn man mal in einem größeren Teamprojekt längere Zeit mitgearbeitet hat, also nach dem Softwaretechnik-Praktikum. Und man hat so ein Henne-Ei-Problem. Man kann nicht gut in so einem Softwaretechnik-Projekt, in so einem Teamprojekt mitarbeiten, solange man nicht Design-Pattern kann. Ja, dann ist man eigentlich, macht man lauter Fehler, die Teamarbeit behindern. Dafür gibt es in dem Softwaretechnik-Praktikum Tutoren, die euch dann bei euren Weeklies und dann bei den Hackathons ein bisschen helfen. Die wissen das und die kennen das und die sagen euch dann, oh, hier solltet ihr mal folgende Programmiertrick verwenden, ist echt besser, glaubt mir. Na, und dann glaubt ihr denen bitte. Die wissen, warum sie euch das empfehlen. Na, und wenn die sagen, oh, ja, was nehmen wir denn als GUI-Bibliothek? Java FX. Nein, ihr nehmt nicht irgendeine Unity Game Engine. Nein, ihr nehmt nicht, wie hieß diese andere? Na, das könnt, die Unreal Engine. Warum nicht? Na, ich kann das doch total gut. Ja, du. Aber deine Teamkollegen können das nicht. Ja, und dann plötzlich ist der Buzzcount von eurem Projekt 1. Wer kennt Buzzcount? Na, Buzzcount ist, wie viele Leute dürfen vom Bus überfahren werden, damit das Projekt immer noch weitergehen kann. Na, und Buzzcount 1 ist böse. Na, also, weil wenn einer jetzt plötzlich irgendwie nicht mehr weiter krank wird, na, dann sind alle sieben anderen stehen auf dem Schlauch. Ne? Und das war halt der Einzige, der Unreal Engine konnte. Oder die Einzige. Ja, ist doof. Ne? Das heißt, Projektmanagement ist eben auch zu überlegen, was können denn nachher alle? Ne? Oder wie kann man sicher gehen, dass das so funktioniert? Klassisches Projektmanagement macht ständig eigentlich. Sagt man, ja, ich nehme dieses ganze große Projekt, teile das in viele kleine Aufgaben auf, dann suche ich mir für jede Aufgabe das richtige, den richtigen Teammitglied, das das kann. Und dann verteile ich das. Das funktioniert nicht gut. Großer Fehler. Lasst euch das nicht einreden. Projektmanagement geht andersrum. Ihr habt diese große Aufgabe und habt ja diese Leute. Und jetzt ist es die Aufgabe der Architekten oder des Managementteams, so die Aufgaben zu schneiden, dass die Leute das können. Nicht Leute suchen, die die Aufgaben können, sondern Aufgabe suchen, die die Leute können. Wichtiger Unterschied. Na? Ihr habt typischerweise relativ viel Designfreiheit. Wie schneide ich die Aufgaben? Wie konstruiere ich die Aufgaben? Was mache ich für Architekturentscheidungen? Und ihr müsst die so treffen, dass anschließend das Softwareentwicklungsteam die Skills hat, diese Aufgaben zu bearbeiten. Und wenn ihr so eine Aufgabe habt und sagt, ja, da finde ich jetzt kein Bier, dann müsst ihr diese Aufgabe aufteilen in kleinere Aufgaben, in andere Aufgaben, damit ihr dann anschließend Leute habt, die das können. Na, und die Kunst ist, diese beiden Bälle gleichzeitig oder alle Bälle auf beiden Seiten gleichzeitig in der Luft zu halten, zu jonglieren. Also, dass am Schluss, na, jeder eine Aufgabe hat, die ihm Spaß macht und die er kann oder sie und alle Aufgaben nachher getan werden. Im Wesentlichen habt ihr relativ wenig Einfluss darauf, was können meine Teammitglieder. Und was ihr dann, worauf ihr Einfluss habt, ist, wie schneide ich die Aufgaben. Ja, und das muss man dann eben so machen, dass das passt. Und dann ist es eben eine gute Idee zu sagen, wir machen das in Java FX, weil alle Leute hatten vorher PM und kennen sich damit hinreichend gut aus, dass
man für irgendeine neue Aufgabe machen, was im User Interface sagen kann, okay, jetzt kann jeder von meinen Leuten machen. Ne? Und wenn das die Unreal Engine ist, dann kann das nicht jeder machen, dann hat man ein Problem. Ne? Dann hat man plötzlich ein paar Leute, die sind in diesem Projekt Nadelöhr, die sind total im Stress und sechs Leute drehen Däumchen, weil sie nichts machen können. Ne? Das ist schlecht. Das darf nicht passieren. Okay. Weiterführende Folge. Ah, Design Pattern ist ein Trick, wie man verhindert, dass die Leute sich gegenseitig auch im Prüsen rumhampeln und dass es beim Git Merge zu Schlägereien kommt. Ne? Ganz einfache Sache, wenn man mit diesen, wenn man da auf seine Betreuer hört, dann funktioniert das alles relativ smooth. Dann gibt es nachher beim Mergen keinen Ärger und dann heißt das tatsächlich, ich habe was Tolles gemacht, ich committe das, ich pushe das und alle Leute sind total, sagen, boah, super, ey, das klappt ja wie eine Eins. Ne? Works like a charm. Großartig. Die Mitglieder meines Teams sind stolz auf mich. Ich kriege Bier ausgegeben oder ein Wein oder irgendwie was oder eine Fanta, was auch immer. Und ich kriege Mitarbeiter des Monats, eine goldene Plakette an der Wand oder irgendwie sowas. Ne? Das ist das, was man möchte. Und was man nicht möchte, war der Meier schon wieder. Ne? Meier ist irgendeiner Meier, ich hoffe nicht. Es gibt so eine Werbung, ne? Oder Müller oder Meier, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Der hat schon wieder alles kaputt geschossen. Ne? Oder die. Das will man nicht. Ne? Du willst nicht der sein oder die sein, die Schuld ist, dass alle anderen Teammitglieder 3 Tage lang irgendwie mergen mussten und Konflikte beheben mussten und nicht mehr weiterarbeiten konnten. Okay. Design Patterns war sonst immer parallel zum Softwaretechnik-Praktikum. Ich habe aber kommendes Semester forschungsfrei. Das Softwaretechnik-Praktikum wird im Wesentlichen vom Sebastian und Max alleine geleitet und von Adrian. Die machen das einfach mal ohne mich, weil ich bin da völlig überbewertet an dieser Geschichte. Das heißt, Sebastian übernimmt den Vorlesungsanteil. Sind eh nur 4 Vorlesungen ganz am Anfang. Das ist relativ schnell erledigt. Und dann im Wesentlichen ist das Projektarbeit. Das ist ja ein Software-Team-Projekt. Und ihr sollt im Wesentlichen mal lernen, wie ist das, wenn ich im Team Software entwickle. Und die Design Pattern Vorlesung wird es dann wahrscheinlich erst wieder im Winter geben. Was dann bedeuten würde, dass die Microservices-Vorlesung in den Sommer rutscht. Darüber müssen wir nachdenken. Ja, da weiß die Planung noch kein. Das waren die Design Pattern. So, wie viel Zeit habe ich Ihnen noch? Gefühlt bin ich gleich rum, ne? Eine Viertelstunde noch. Wunderhübsch. Wrap-up. Was haben wir schon alles erledigt? Was muss es noch zu tun? Ne? Wir haben uns jetzt mit objektorientierter Datenmodellierung auseinandergesetzt. Ne? Und alle, denke ich mal, die in dem Projekt sind, haben jetzt mal ein Programm geschrieben, das mit mehr als einer Klasse klarkommt. Ne? Also so 10. 10 Klassen machen euch gar keine Angst mehr. Nein, das ist jetzt überhaupt kein Ding mehr. Das ist völlig easy peasy. Ne? Also, was soll denn der Scheiß? Ne? Irgendwie Player Game, Field, Stone, Kinderkacke. Ne? Also es ist relativ klar und einfach, warum man das macht und wie man das benutzt und dann die ganzen. Ihr habt euch mit Graphical User Interface Programmierung und insbesondere mit diesen unfassbar komplizierten View Trees auseinandergesetzt und FXML und diesem ganzen Kram. Ihr habt prinzipiell Model View Controller kennengelernt und diese Dinge. Da gibt es noch ein bisschen mehr zu lernen. Das ist auch noch immer ein bisschen schwierig, aber ist auch grundsätzlich in der Softwaretechnik ein Teil, den wir nicht gerne machen. Wir haben uns nicht wirklich mit Event Sourcing ernsthaft beschäftigt. Da werden wir in Microservices nochmal mehr lernen. Aber wir haben im Prinzip Persistenzmechanismen kennengelernt und Client-Server-Mechanismen kennengelernt. Und das sind eben alles genau die Grundtechniken, die wir brauchen werden, wenn wir nächstes Semester das Softwaretechnik-Praktikum machen, auch so Client-Server-basiert. Dinge, die noch kommen, ist, wir haben Persistenz einfach in einem Dateisystem so JSON-Texte reingeschrieben, keine gute Idee. Das macht man normalerweise mit einem Object-Relational Mapping. Wer von euch hat Datenbanken schon gehört oder hört das gerade? Datenbanken? SQL ist 4. Semester. Ne? Habt ihr nächstes Semester eine unfassbar spannende Vorlesung? Datenbanken ist ein ganz eigener Technologiespace, die unfassbar effizient Daten auf die Festplatte speichern können und dann in den Datenbeständen suchen können. Ne? Das ist eine Key-Technologie, die Informatik möglich gemacht hat, unbedingt kennenlernen.
Python weiter ausbauen, kommen dann irgendwann NoSQL-Sachen. Das ist aber mehr so fünftes, sechstes Semester, bis man das dann irgendwann hat. Was wir nicht gemacht haben, hier ist Domain-Driven Design und dann letztendlich Microservices. Das ist die Idee. Naja, ich habe jetzt ein Programm, mit dem kann ich Mühle spielen und fertig. Ja, und jetzt möchte ich aber aus irgendwelchen Gründen sagen, ich habe hier so eine komplette Verwaltung für die gesamte Uni. Ich möchte das in mehrere kleine Programme aufsplitten. Anstatt ein großes Gesamtdatenmodell für die ganze Uni zu haben, hätte ich gerne ein eigenes Datenmodell für die Studierenden der Informatik im Fachbereich 16. Und das soll nicht das gleiche sein wie für die BWL-Studenten im Fachbereich 5 oder 7 oder wo die sind. Na, und weil die haben ganz unterschiedliche Anforderungen an ihr Studium. Und dann mache ich dafür zwei getrennte Programme und es gibt noch ein Verwaltungsprogramm in der Mönchebergstraße, wo sichergestellt wird, dass jeder seine Semestergebühren bezahlt hat oder jede. Und diese drei Programme sollen bitte zusammenarbeiten. Dafür gibt es Ideen im Domain-Driven Design, an denen forschen wir gerade ganz viel. Da kommt man zu verteilten Modellen. Das sind ganz, ganz spannende Dinge. Wir haben uns nicht viel mit Resilience und Robustness beschäftigt. Da geht es im Wesentlichen nur, was muss ich machen, damit mein Programm nicht abstürzt. Scale, damit ist die Skala von so einem Zentimetermaß gemeint. Also wenn man so von einem Benutzer auf 10 Benutzer geht, auf 100 Benutzer, auf 1000 Benutzer, auf 1 Million Benutzer, auf 1 Milliarde Benutzer. Na? Also wenn man Facebook-Größe oder Google-Größe erreicht, was muss ich da tun? Ja, und bei immer dann, wenn man so 100er Größenordnung größer wird, ein Benutzer, 100 Benutzer, 1 Million Benutzer oder sowas. Das sind so Schallgrenzen, da stößt man plötzlich an Probleme, die man vorher nicht für möglich gehalten hat, und die dann typischerweise einen Technologiewechsel notwendig machen. Also was so eine ganz klassische Schallmauer ist, alle meine Daten passen in den Hauptspeicher, ne, so müde Spiel, ja, überhaupt kein Ding. Ne, Mensch, ärgere dich nicht, Spiel. Kein Ding. Ne? Aber jetzt habe ich irgendwie 1 Million alle Studenten der Uni Kassel. Ne? Und zwar alle Daten, die ich über die habe. Jetzt im Hauptspeicher schon ein bisschen kuschelig. Jetzt mal Impfregister für ganz Deutschland. Ne? 80 Millionen Einträge. Nee, jetzt wäre mal Persistenz eine gute Idee. Ne? Also, und dann möchte ich das machen. So alle Webseiten der Welt. Uah, so 20 Milliarden. Da möchte ich gerne Suche für anbieten. Google heiße ich. Jetzt wird es auf einem Rechner eng. Jetzt möchte ich plötzlich sagen, ach, wäre schön, einen zweiten zu haben. Oder 10 oder 20. Ne? Und da kann man fröhliche Fehler machen. Es gab vor 8 Jahren, 10 Jahren ist das jetzt her, hat SMA, die bieten das immer noch an. Wenn du bei denen einen Wechselrichter kaufst, dann kannst du eine Webseite bekommen, wo du nachgucken kannst, was ist so deine Leistung diesen Tag gewesen. Und hier bei uns in der Säulenhalle hängt so ein Bildschirm. Ja, den kannst du dir da im Prinzip anzeigen lassen. Dafür meldet jeder einzelne Wechselrichter bei den Leuten daheim oder auf der Firmendach an den zentralen Server bei SMA im Keller. Die Leistungsdaten. Ne? Ich habe gerade so viel Sonnenschein eingefangen, so viel Strom konstruiert. Das machen die so einmal alle Viertelstunde oder irgendwie sowas. Und da kann dann jeder dann hin und sich das angucken. Und das funktioniert super, solange du so ein paar tausend Benutzer hast. Und irgendwann, als sie so circa 1 Million Benutzer hatten, war das dann plötzlich langsam. Ne? Dann hat das nicht mehr funktioniert. Ja, schade auch. Ne? Dann haben die gesagt, ja, macht nichts, dann stellen wir einen zweiten Rechner daneben und machen das größer. Wenn man das geschickt macht, ist anschließend das System langsamer als vorher. Na, also, das ist nicht so einfach. Ja, und da muss man Leute fragen, die sich damit auskennen. Und da muss man tatsächlich auch technologisch Dinge tun, damit das richtig geht. Und wenn man das in den Griff hat, dann kann man damit Weltfirmen gründen wie Uber, Netflix oder sowas. Netflix ist eigentlich der, der am besten verstanden hat, wie man Rechenleistung auf viele Rechner verteilt. Ja, und wie man das geschickt macht. Und die haben da eine unfassbar spannende Architektur entwickelt, mit der das geht. Oh, das ist Scaling. Ne? Also einfach mal ein Faktor 100 größer werden. Ne? Und man kann in verschiedene Richtungen skalieren. Das ist hier. Du kannst in der Menge deiner Daten skalieren. Du kannst in der Menge deiner User skalieren. Du kannst in der Größe deines
Code deiner Quelltextzeilen skalieren, deiner Funktionalität. Und auf Scaling gibt es verschiedene Antworten. Da gibt es ganz viele Architekturdinge, die man so tun kann. Und das lernt man, indem man das Buch von Chris Richardson über Microservices Pattern liest und ein paar von unseren Mastervorlesungen hört. Da steht das im Wesentlichen drin. Und was man machen kann, ist, du gehst von einer Instanz auf viele Instanzen. Das heißt, du beschäftigst viele Programme, die alle das gleiche Funktionalität haben, auf verschiedenen Rechnern. Das ist im Wesentlichen der Trick, den Google gemacht hat. Ja, die haben einfach gesagt, oh Mist, ein Rechner kommt mit den ganzen Google-Anfragen nicht zurecht, lass einfach mal 100 Stück dahinstellen. Und auf jedem von diesen 100 läuft im Prinzip genau das gleiche Programm und im Prinzip mit genau den gleichen Daten da unten drunter. Ja, die haben im Prinzip auf jedem von diesen Rechnern eine Kopie der Datenbank, welche Seite zeigt auf jemanden. Das funktioniert gut, wenn du viele Lesezugriffe hast und wenig schreibende Zugriffe. Na, wenn jetzt da sich irgendwas an den Webseiten ändert, alle Mikrosekunde einmal oder so, dann musst du eben diese 100 Kopien der Rechner aktualisieren. Das war ganz am Anfang kein Problem. Der Google-Crawlbot ist irgendwie einmal alle 24 Stunden über alle Webseiten gelaufen, hat einen neuen Datenbestand ausgerechnet, hat den 100 Mal umverteilt, war nicht so ein Drama. Inzwischen ist das ein Drama, da muss man mehr tun, aber am Anfang war das so grob die Idee, wie man das so machen konnte. Na, und das funktioniert gut, wenn man viele, viele Lesezugriffe hat und wenig Schreibzugriffe. Dann kann man einfach viele, viele redundante Kopien erzeugen, dann ist Schreiben, müssen alle Kopien aktualisiert werden. Das kriegt man auch nicht hundertprozentig gleichzeitig hin. Dann kann es sein, dass du eine andere Anfrage kriegst, wenn du bei dem Server bist, eine Antwort auf deine Fragen kriegst, als wenn du bei dem Server bist. Ganz lustige Dinge passieren da. Aber das kann man im Großen und Ganzen machen. Was du machen kannst, ist, du kannst deine Daten partitionieren. Na, sagst du, oh, Scheiße. Ich trenne jetzt mal die deutschsprachigen Webseiten von den englischsprachigen Webseiten und tue die auf verschiedene Computer. Na, wenn einer eine Frage auf Deutsch stellt, dann schicke ich den dahin. Und wenn einer eine Frage auf Englisch stellt, dann schicke ich den dahin oder sie. Na, und schon habe ich meine Benutzergruppe in kleinere Fraktionen geteilt. Na, das kann man eventuell auch nach Kontinenten machen oder nach Ländern oder solchen Dingen, nach irgendwelchen Kriterien. Hat ein bisschen den Effekt, dass, naja, wenn der jetzt in Deutschland ist oder in Europa wohnt und möchte eine Anfrage stellen, die China betrifft, dann ist Prinz eventuell auf dem Server, mit dem ich ihn als erstes verbunden habe, da kein Info drüber. Na, der hat ja halt Pech gehabt. Na, solange die Konkurrenz nicht besser ist als ich, kann sich Google sowas erlauben. Na, also, und tatsächlich kann man auch sagen, okay, ich finde hier so gar nichts dazu, ist ja komisch, ich frage mal die Kollegen. Na, dann schickt man die Anfrage einfach an einen anderen Kontinent weiter. Und guckt dann halt auf mehreren Rechnern nach. Das sind dieses Partitionieren. Die andere Sache ist, man splittet nach Funktionalität. Das macht man insbesondere dann, wenn die Codebase sehr, sehr groß ist. Ja? Und da wäre jetzt eben so ein Beispiel, ich trenne die Funktionalität zur Verwaltung von Informatikstudierenden von der Funktionalität für BWL-Studierende und tue die auf verschiedene Rechner. Na, das kann man durchaus machen, weil ich weiß, dass bestimmte Benutzergruppen nur die Funktionalität brauchen und bestimmte Sachen, Teile meines Workflows nur diese Funktionalität brauchen, dann mache ich hier Skalierung in diese Richtung. Alle diese Dinge sind relativ gut verstanden und werden mehr oder weniger gut in verschiedenen von unseren Vorlesungen angesprochen. Ganz wichtiger Punkt, den machen wir noch: Continuous Integration und DevOps-Technologien. Das ist ziemlich heißer Scheiß, der in den letzten Jahren entstanden ist. In der guten alten Zeit, als ich Softwaretechnik gelernt habe, haben wir Software gebaut. Dann haben wir die auf eine CD oder auf eine Diskette, je nachdem, Floppy-Disk 5,5 Zoll oder so, überspielt und haben die verschickt per Post. Na, als Paket. Nach der Kunde, die, oder wir haben sie ins Regal gestellt als CD. Man konnte sie im Regal bei Quelle kaufen. Die Software. Ne? Solche Dinge haben wir gemacht. Ja, und da gab es ein Paket drum und dann hat man sie ausgepackt heimlich und hat man das im Prinzip dann irgendwie auf deinen Rechner installiert und solche Geschichten mehr. Zu der Zeit war es im Großen und Ganzen so, dass, naja, wenn ich die CD fertig gepresst hatte, dann war ich raus aus der Nummer. Ne, was danach mit der Software war, war mir doch egal. Ne? Und das hat sich massiv geändert.
Und ein Beispiel dafür war, letztens war ein 50 Jahre Software Engineering, da war im Panel jemand von SAP, der hat dann im Wesentlichen, oder die war es tatsächlich, erzählt, ja, wir betreiben jetzt den SAP-Server für unsere Kunden, der läuft jetzt bei uns. Das war eine blöde Idee. Seitdem wir das tun, haben wir ein Problem damit. Wenn jetzt zum Beispiel die Hardware wegraucht, der Kunde muss das System neu installieren. Und dieses Neuinstallieren dauert 2 Tage. Dann habe ich früher gesagt, ja, bin ich doch nicht schuld, das ist doch deine Hardware weggeräumt. Mir doch egal. Jetzt ist es so, Hardware raucht weg. Ich muss das System als Software-Provider neu aufsetzen. Und dann sagt der Kunde, du, ich konnte dich 2 Tage nicht erreichen. Ich bezahle dich für die 2 Tage nicht. Und übrigens, du hast mir versprochen, so und so viel, maximal so viel Ausfallzeit, aber du musst mir die Ausfallzeit noch erstatten. Jetzt plötzlich ist schnelles Wiederaufsetzen ein internes Problem von SAP geworden. Und die müssen ihre Software anders gestalten, damit die so einen Neustart schnell wieder geht. Ja, und damit das leicht von einem Rechner Hardware auf die anderen übertragen werden müssen. Ganz neue Anforderungen hatte ich früher, war das egal. War ja nicht meine Schuld. Jetzt plötzlich muss man sich darum kümmern. Und dementsprechend geht diesen Prozess, nennt man Deployment. Plötzlich ist nicht nur Bauen der Software und Testen der Software wichtig, sondern auch, dass es einfach ist, diese Software zu installieren und in der Cloud zu betreiben. Und tatsächlich ist man plötzlich auch dafür verantwortlich, wie, oh, Programm ist abgestürzt. Das war schade. Ne? Da muss ich mich jetzt mal drum kümmern. Oder irgendein Vorgang klemmt. Der geht nicht mehr weiter. Ne? Ich wollte bei DHL eine Briefmarke kaufen. Und das System hat so einen Error-Flag geworfen. Ne? Und dann sagt DHL zu den Mikromater-Leuten, hey, das war nicht schön, wir hätten da sonst 1,50 € verdient gehabt. Haben wir jetzt nicht. Ne? Also der hat jetzt das Paket per FedEx geschickt. Das ist aber mal scheiße, das wollen wir nicht. Ne? Könnt ihr da bitte mal was dran tun? Und plötzlich bin ich eben für den reibungslosen Betrieb auch zuständig. Und dann muss ich tatsächlich Software machen, die mich darum kümmert. Plötzlich sage ich, okay, wäre ja mal schön, wenn ich das merke. Also baue ich mir so einen Watchdog oder so einen Monitor, nennt man das, der den laufenden Betrieb überwacht und nach kritischen Fehlermeldungen sucht. Und dann im Prinzip sagt, oh, wir hatten jetzt so und so viele Fehler von dem und dem Typ, da sollte jetzt mal einer sich drum kümmern, weil wir verlieren dadurch so und so viele Kunden am Tag. Ne? Oder muss mich gegen Hackerangriffe schützen. Ne? Ich muss da im Prinzip irgendwelche Sicherheitspatches einspielen und machen, solche Dinge mehr. Aber tatsächlich muss man seine Software anders konstruieren, um dieses Operating gut managen zu können, damit einem das nicht zu viel Arbeit macht. Und dafür gibt es eine DevOps-Vorlesung, ist eine Master-Vorlesung, die wir jetzt bald halten. Okay, Alles klar. Vorlesung, okay, was ihr jetzt hören könnt, nächstes Semester als Softwaretechnik Praktikum, danach wahrscheinlich relativ bald Design Pattern. Microservices sind webbasierte Technologien, da machen wir klassische Webanwendungen, Client-Server und insbesondere das Frontend-Bereich mit Angular und TypeScript. Total spannende Geschichten. Es gibt ein Labor. Das Microservices wurde bis jetzt als Labor angeboten, das machen wir nicht mehr. Aber das müssen wir irgendwann im Prüfungsausschuss nochmal sagen. Wir bieten bisher 2 Labore an und die, ja, ne, ihr dürft nur eins belegen und dann habt ihr immer gesagt, ah, ich habe jetzt schon das andere Labor gehört, dann kann ich die Veranstaltung nicht hören. Damit ihr mehr Wahlmöglichkeiten habt, bieten wir Microservices jetzt als normale Vorlesung an und als Labor Business Process Engineering. Da geht es so um klassische SAP-Software eigentlich und wie die entwickelt wird. Das macht der Andreas Schaaf jetzt schon seit ein paar Jahren sehr schön. Läuft gerade jetzt parallel, läuft jeden Winter, jedes Wintersemester. Na? DevOps habe ich gerade was drüber gesagt. Wir planen eine neue Tool-Vorlesung. So, wie mache ich Build-Tools? Also, wie baue ich ein Gradle-Plugin? Wie baue ich ein NPM-Plugin? Wie baue ich eine CLI für NPM? Solche Geschichten. Wer das immer schon mal machen wollte, wie baue ich einen Language-Server? Wie erweitere ich IntelliJ oder Visual Studio Code um neue Funktionalität? Na, also wer immer schon mal ein Plugin für Visual Studio Code bauen möchte, höre bitte diese Vorlesung. Ist eine Mastervorlesung. Web Engineering beschäftigt sich insbesondere mit
großen Web-Service-Backends, also Micromata, die sind relativ stark in diesem Backend-Bereich. Wir machen das zusammen mit den Ticket-Toaster-Leuten. Das sind die Leute, die euch die Tickets fürs Open Flair verkaufen und für andere große Events. Und die kennen sich damit aus, wie organisiere ich einen Webserver im Backend, so dass da 1 Million Leute oder 100.000 Leute innerhalb von 10 Minuten ein Konzertticket irgendwie von 12 Uhr bis 12.10 Uhr kaufen können, ne, ohne dass das System zusammenbricht. Ich habe gerade gehalten eine Vorlesung, Model-Driven Engineering heißt die eigentlich. Ich schreibe hier immer noch Graphentechnik hin, so hieß die früher. Da geht es so ein bisschen um formale Grundlagen, um Modelltransformationen, um objektorientierte Modelle, wie man die mathematisch behandelt, was ein Stück weit die Grundlagen ist für viele von den ganzen formalen Sachen, die ganzen praktischen Sachen, die wir machen. Und insbesondere machen wir da, ich gebe es jetzt nicht gern zu, aber es ist ein ganz bisschen theoretisch, aber auch ein großer Teil praktisch, Umgang für Theorie für objektorientierte Datenstrukturen. Und das ist letztendlich Themen, die ich in meiner Promotion und Habilitation gemacht habe. Und das sind so Grundlagenthemen für objektorientierte Modellierung und Modelltransformation. Wir bieten regelmäßig jedes Semester Projekte und Seminare an. Das ist dann irgendwann so ab dem vierten, fünften Semester für euch spannend. Ja, also ist für jetzt euch zu früh. Wichtig ist, davor machen wir nochmal ein Mentoring-Gespräch, bevor das ansteht, wo ich euch erkläre, wie das so praktisch abläuft und wie aus den Projekten und Seminaren dann Abschlussarbeiten entstehen. Also wer also sich überlegt, auch nächstes Semester wäre eine schöne Idee, mal ein Projekt oder ein Seminar zu machen, der sollte dann das Semester davor, Ende des Semesters, mal ein Mentoring-Gespräch suchen und ja, dann erklären wir das. Ne? Und es ist eh ein Pflichtgespräch für Ende des vierten Semesters. So, hey, fertig. Verrückt. Das war's. Mir hat das Semester eigentlich viel Spaß gemacht. Wenn ich ganz bisschen Abbitte leisten wollen würde, würde ich sagen, Mühle ist doch ein bisschen komplizierter, als man so denkt. Ne, hätten wir mal besser Dame gemacht. Das wäre wahrscheinlich leichter gewesen, einfach weil das Spielfeld ein bisschen einfacher aufgebaut ist. Naja, es gibt noch so ein paar andere Spiele, die wir auch hätten machen können, aber ja, na gut. Ne? Also, ich sag mal, für Mühle entschuldige ich mich. Das war, machen wir nicht wieder, das war keine gute Idee. War ein bisschen mehr Arbeit, als man so denkt. Und die Systematik, wie man so mit so Objektstrukturen umgeht, ist nicht so gut rübergekommen, wie wir uns das gewünscht hätten. Ne? Aber hey, nur die Harten kommen in den Garten. Ihr könnt euch gerne bei uns irgendwie so einen Aufbruch und so einen Button abholen. I survived 9 Min Morris. Da sind wir gerne bereit. Ne? Also das ist auf jeden Fall, und das könnt ihr dann stolz tragen. Und alle anderen Jahrgänge sind Weichgeier. Ne? Also die haben längst nicht so was Cooles gemacht. Das ist so der Kram. Ansonsten bin ich mit dem Lernerfolg im Umkehrschluss aber auch sehr zufrieden. Also Leute, die da jetzt durchgekommen sind, haben wirklich viel davon abgebracht. Und sind jetzt bereit für die nächstgrößeren, noch komplizierteren Aufgaben im Softwaretechnik-Praktikum, sodass wir sehr optimistisch sind, dass wir mit euch gut ins nächste Semester in das Praktikum gehen können und da auch viel Spaß haben werden. Ne, ihr seid da jetzt wirklich ganz gut drauf vorbereitet und da bin ich jetzt auch schon sehr zufrieden mit dem aktuellen Semester. Wie gesagt, ich habe nächstes Semester ein Forschungssemester. Das Forschungsfrei. Ich weiß es nicht genau. Ja, also das bedeutet im Wesentlichen, ich bin vom Halten von Vorlesungen befreit und kann mich voll auf die Forschung konzentrieren. Na, und vielleicht nochmal zur Ehrenrettung der Universität. Das Ganze ist der Onkel Humboldt in Schuld. Humboldt hatte die Idee, Universitäten sollten funktionieren nach dem Prinzip von Einheit von Forschung und Lehre. Und ein wesentlicher Unterschied zu Schule. Da hat man einen festen Wissenskanon, der sich im Großen und Ganzen nicht ändert. Das bringt man den Lernstudierenden oder den Lehrern irgendwann vorbei und dann können die das 20 Jahre lang unterrichten. An der Universität möchte man irgendwie ein bisschen schnelleren Fortschritt haben. Man möchte nicht, dass ein Professor irgendwann mit 40 eingestellt wird oder eine Professorin und dann 25 Jahre lang den gleichen Scheiß erzählt, den sie damals irgendwann gelernt hatte oder er. Sondern die sollen sich bitte weiterentwickeln und immer den aktuellen Kram erzählen. Das heißt, so alle
Sieben Semester, Sabbatical heißt das Ganze, gibt es diese Idee, alle 2, 3 Jahre, nee, alle 4 Jahre eigentlich, alle 4 Jahre gibt man den Professor und Professorin frei, sagt, jetzt hältst du mal ein halbes Jahr lang keine Vorlesung, sondern machst dich mal schlau. Was ist denn jetzt der neue Stand, was hat sich denn jetzt in den letzten 4 Jahren getan? Sodass man dann die nächsten 4 Jahre den etwas besseren, aktuelleren Kram erzählt. Hoffentlich, ne? Und dass prinzipiell immer alle 5 Jahre sich im Prinzip dieser Wissensstand aktualisiert und erneuert und auf dem Weg die Studierenden immer aktuellen Kram lernen und nicht Sachen aus dem letzten Jahrzehnt, ja, oder letzten Jahrhundert. Deswegen gibt es dieses Konstrukt und deswegen nimmt man das jetzt auch wahr. Das heißt, ich habe nicht wirklich frei, sondern ich muss unfassbar viel forschen und lernen darüber, was ich inzwischen getan hat, oder grundsätzlich ist deswegen das so, dass Professoren und Professorinnen an der Uni nicht nur unterrichten, irgendeinen Standardkram, sondern die Hälfte ihrer Zeit forschen, um selber zu neuen Erkenntnissen beizutragen und eben von anderen Leuten zu lernen, was es Neues gibt, damit euer Studium möglichst aktuell ist. Na, und das funktioniert natürlich besser für die höheren Semester. Ja, tatsächlich, es hat sich jetzt in der Informatik in den ersten so 2, 3 Semestern nicht mehr so richtig viel getan in den letzten 10 Jahren. Ah ja, doch, stimmt so nicht. Ne? So ein bisschen was tut sich immer noch. Informatik ist noch eine junge Disziplin in ihrer Sturm- und Drangzeit. Wir werfen noch mal so alle 10 Jahre noch mal so Dinge über Bord. Ne? Glaubensgrundsätze, Paradigmen und wechseln die und machen das anders als früher. Da geht schon noch was. Na, also, und dementsprechend ist das wirklich sinnig. Und wenn wir dieses Forschungssemester nicht hätten, dann wären diese Vorlesungen hier unfassbar langweilig und würden überhaupt keinen Spaß machen. Okay, ihr habt wunderhübsche Bewertungen abgegeben für mein Team. Und ich gebe dann hiermit nochmal euer Lob an das Team weiter. Wir haben unfassbar gutes Feedback bei der Evaluierung gekriegt, sind unfassbar stolz drauf. Also ein Stück weit haben wir dann eben auch die Hoffnung, dass es nicht eure schlechteste Vorlesung dieses Studium war. Das war dann auch hoffentlich im nächsten Semester viel Spaß werden. Und ich nehme jetzt mal mich hier raus. Ich habe das Gefühl, das liegt auch irgendwie unfassbar viel daran, weil die Tutorien und die Betreuung im Discord einfach super gut funktioniert. Also diese Übungsbetreuung, die machen da echt einen guten Job. Und muss ich jetzt hier mal loben, die Kinder. So, jetzt ist aber genug. Viel Spaß im nächsten Semester. Und wir sehen uns dann im 5. Semester wieder für Microservices zum Beispiel. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss.